Tag 12. Mephia hat Rückenschmerzen. Ja, du hast sehr viel mitgebracht. Das freut uns. Es wurde nicht eingebrochen oder sowas. Wasser müssen wir nicht machen. Wir können jetzt essen. Lass uns überlegen, wie jetzt wäre. Was? Was? Bio? Warum? Meine Freunde sind sehr hungrig. Sie mit Essen zu versorgen, sollte meine Priorität sein. Oh, Crunky, du bist so süß. Ohne Nahrung werden wir sterben. Wir müssen weitersuchen. Da, die beiden sagen nichts, weil sie eher verhungern sind. Und sie ist nicht mehr krank. Klasse. Und sie isst jetzt erstmal was. Und Miffy isst auch was. Nein, die ist sogar nur hungrig. Weiterhin. Zenobia muss auch was essen. Shrunky eigentlich nicht. Wir lassen die drei Konserven essen. Ich meine, sonst werden sie eh gestohlen. Unsere. Die können wir auch dingsen. Miffy, du isst jetzt auch gleich mal was. Dakaria muss auch noch was essen. Dann Zenobia macht das mal hier. Danach gehst du schlafen. So, das ist doch wunderbar. Miffy, du guckst jetzt mal, was wir irgendwie machen können. Nein, du bist müde, du gehst schlafen. Es tut mir sehr leid. Nicht sehr schmackhaft, aber sättigend. Wir haben Glück, dass es hier drin nicht kalt ist. Ja, 19 Grad, super die Dupe. Davon haben wir wieder immer noch vier? Schon wieder vier? Ist jemand an der Tür? Wer? Der Händler? Was? Wer? Ich will das Gemüseding machen. Okay, ja, mechanische Teile haben wir. Das ist gut. Wer ist an der Tür? Wer ist? Wer? Der Händler. Der Händler ist an der Tür. Zenobia, du sollst schlafen gehen. Crunky, genauso. Siehst du, drei Betten sind super. Und Dakaria ist schön gesundet und geht jetzt an die Tür. Und dann können wir uns nochmal überlegen, wie wir was machen. Ich würde ja gerne das Gemüse machen. Logischerweise, sage ich ja. Schauen Sie sich an, was Sie mitgebracht haben. 30-30. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen mit unserem bisschen Schmuck da. Hat er Gemüse? Hat er nicht. Aber er hat Konservendosen. Die sind aber so scheiße teuer. Dafür haben wir aber extrem viel Wasser. Ich weiß ja nicht, wie viel das kostet, aber... Wir bräuchten 15 davon. 15. Und davon bräuchten wir sogar 18. Was er noch nicht mal hat. Also somit... Ja, wir können da was, zwar zusätzlich was nehmen. Ich würde sagen, wir handeln echt über die Konservendosen. Nehmen mal... Mindestens einer auf jeden Fall. Dann könnte halt echt auch noch Franco. Dann könnte echt noch Crunko was essen. Ja, das reicht noch nicht mal. Schaut euch das an. So, damit können wir uns einigen. Und dann gib mir noch mal was von den Teilen. Ja, ich gebe dir auch noch Wasser dazu. Ein Wasser kostet ein Teil. So günstig, billig. Das auch irgendwie anders? Können wir das irgendwie anders machen mit so einem mechanischen Teil? Und dafür gibst du mir... Also ein mechanisches Teil ist mehr wert als Wasser. Ja gut, dann machen wir es halt so. Dann warte mal, davon haben wir 9. Warum machen wir es nicht einfach so? Geht doch auch, oder? Okay, Elektronik kostet, ist noch mehr wert. Ist viel mehr. Dann nimm doch mal ein Wasser weg. Crazy. Okay, ja, handeln. Machen wir erstmal das so. Machen wir das, die Tür zu, bitte. So, das heißt, sie ist immer noch hungrig.
Sie nicht mehr. Sie auch noch. Er auch. Wenn wir ihn was essen lassen, dann ist er gar nicht mehr hungrig. Wir könnten ja eigentlich fast alle was essen lassen. Ich weiß nur nicht, mit was wir es bezahlen lassen sollen. Würden wir jetzt noch mal zwei dazu holen von den Konserven. Jetzt mal so als Beispiel. Obwohl wir müssen sie ja nicht... Nein, das ist eigentlich Blödsinn. Wir müssen sie ja nicht essen lassen. Wir lassen, glaube ich, nur bei einer Konserve. Und essen die halt echt nur noch mit Crunky oder so auf. Weil das wäre eigentlich bescheuert, wenn wir das jetzt nehmen und die wird uns heute Nacht gestohlen, dann beiße ich mir in den Arsch. Oder wir nehmen zumindest eine vielleicht noch dazu. Aber dann mal gucken, wie wir die jetzt hier am besten... Wie viel müsste ich davon? Vier. Wie viel bräuchte ich denn eigentlich dann? Warte mal ganz kurz. Wir müssen mal gucken, wie viel ich dann brauche. Wir müssen ja das auch noch upgraden eigentlich. Wir müssen die mal ein bisschen schlafen lassen jetzt erstmal. Müssen wir mal warten, Leute. Okay, jemand ist wach. Das ist aber Miffy. Die kann da mal ganz kurz gucken. Mir ist auch gerade eingefallen, Leute, dass es sogar vielleicht uns beim Händler günstiger kommen würde, wenn wir jetzt einfach Anzünder kaufen, weil wir haben ja noch Fleisch. Vielleicht können wir eine Nachricht kochen und auch noch jemanden zu essen geben. Dass das vielleicht sogar günstiger wäre als halt... so ein Dosenfutterzeug. Da haben wir jetzt sogar schon 18. Brauchen wir nur noch 12. Dann holen wir uns nämlich nicht Teile, sondern Anzünder direkt von ihm. Ich will das unbedingt holen. Dann, wir müssen das aber noch upgraden. Nein, nicht das hier. Oder? Zeig noch mal ganz kurz. Doch, UV-Lampen. Wir müssen das. Wir können es sogar upgraden. Wir brauchen ja noch die UV-Lampe, um überhaupt Gemüse herzustellen. Vielleicht sollten wir das jetzt schon mal tun, weil es bringt uns keine Kräuter, wir müssen keine Kräuter anpflanzen. Ich meine, klar, das könnte dann für Medizin ganz gut sein. Aber ich habe gesagt, wenn wir verletzt sind, dann können wir eh ins Krankenhaus normalerweise gehen. Komm, mach mal. Die UV-Lampe müssen wir nämlich auch herstellen, unbedingt. Wir müssen mal gucken, wie viel die halt uns kostet, sozusagen. Okay, Snowy ist auch wach und ist hungrig. Mit drei Fleisch. Oh, und er ist auch wach. Naja, guten Morgen. Dann ess doch mal. Du kannst jetzt mal das Essen hier noch. Ich würde sehr gerne etwas essen. Ja, das darfst du gleich. So, das ist upgraded. Das ist gut. Ja, klar, jetzt können wir gar nichts mehr machen halt. So, doch, wir können die UV-Lampe bauen, weil wir immer noch so viele Elektronik-Dinger haben. Ja, dann mach das doch schon mal. So. Der Karia stellt sich da auch ihre Beine in die Hüfte da. Nee, wie sagt man? Was weiß ich was. Dazu bin ich zumindest. So. Du hast jetzt nämlich auch keinen Hunger mehr. Ich bin überrascht. So, und jetzt können wir mal gucken, wie viel das halt echt uns kostet bei dem Händler. So, wir haben die UV-Lampe. Klasse. Jetzt brauchen wir nur noch 30 Teile und 27 Holz und nochmal ein mechanisches Teil. Aber das finden wir ja in den ganzen anderen Dingern. Das müssen wir nicht bei ihm dingsen. So, handeln nochmal. Muss eigentlich Dakaria schlafen? Nein, muss sie nicht. Ich verschwende überhaupt nicht deine Zeit. Ich handle jetzt mit dir. Wenn ich das jetzt kaufen würde, als Beispiel, nehme ich zwei davon... Und 6 Wasser. Und wir haben ja genug Wasser zum Kochen. Das heißt, wenn wir jetzt nur 2 oder ich meine, für es kostet 5, ne? 5 Wasser für eine Mahlzeit. Wenn wir jetzt 2 Anzünder nehmen, dann kommen wir raus. Ja, da können wir schon mit einer. Ja, das lohnt sich voll. Komm, wir nehmen jetzt 4 Anzünder. Könnten wir vielleicht, dann kochen wir nämlich gleich 2 Mahlzeiten. Scheiß ob wir drauf, ob wir Gemüse finden in der nächsten Nacht. Dann kochen wir halt was mit Gemüse. Ist doch super. Ja, aber
dann haben wir zwei Mahlzeiten auf dem Tisch stehen und morgen, dann muss auch jetzt heute keiner essen, dann können morgen Leute essen. Und ihr könnt mir wieder schreiben, wer jetzt heute gegessen hat, weil ich werde wahrscheinlich jetzt danach aufhören, nach der Nacht. Und wir bieten ihm jetzt an, Elektronik brauchen wir ja nicht für den Garten. Das bedeutet, wir können sie eigentlich wegtauschen. Machen wir jetzt auch. So. Ja, dann kommt irgendwie was, wir können schon einigen. So, dann kannst du mir ja noch irgendwas dazugeben. Zum Beispiel Teile, die brauche ich nämlich. So. Wollen wir noch irgendwas wegtauschen? Waffenteile wollte ich eigentlich behalten. Das kostet ja nur 1,1. Da ist das Wasser viel wichtiger als die Teile. Auch wenn wir den Garten brauchen, aber. Ja. Finde ich gut, oder? Ist noch eine gute Überlegung jetzt. Handeln. So. Crunky ist unser Koch. Der kann jetzt mal hier machen. So, mach. Finde ich super klasse. Aber wenn uns jetzt was geklaut wird, wird uns ein blödes. Hat da jemand geklappt? Ja. Wird uns ein blödes. Warum rennst du nur? Wer geht zum Stuhl? Ein blödes Fleisch geklaut, aber wir haben zwei Mahlzeiten auf dem Tisch. Und wir lassen die jetzt echt nicht essen. Und morgen können wir sie essen lassen. So, und dann, Dakaria, kannst du mal wegschicken. Wir haben eh nichts mehr zum Tauschen. Zeit zu gehen. Ich besuche sie wieder. Das freut mich. Bitte am besten gleich morgen. Radio? Hatten wir das Radio schon gecheckt? An dem Tag? Ich war eben kurz auf dem Klo. Ich hoffe, dass es uns gelingt, hier warm zu halten. Ich glaube nicht, oder? Ich habe doch erst einmal im Radio geschaut. Da ist was, ja. Dank einiger Abwürfe der humanitären Hilfe ist Kaffee erneut. Ach, Kaffee war gar nicht mehr. Ah ja. Erneut in Pogoren verfügbar. Er ist zwar immer noch ein teures Gut, aber die Preise grenzen nicht mehr an Halsabschneiderei. Das ist so laut immer das Radio. Ah, das ist das Gleiche. Hier, da blinkt doch was. Kriege ich hier nichts rein? Nee, das ist genau das Gleiche. Es ist immer noch warm. Ja, ist so gut. Leute, es läuft, es läuft, es läuft, 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 läuft. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir jetzt hingehen. Wo ist mein Stift eigentlich? Muss denn hin? So. Ich suche immer noch Gemüse. Und ich suche natürlich Teile, um Gemüse selber anzubauen. Verlassenes Haus, ein Fleisch. Hier war aber auch gar kein Sägeblatt oder so. Wir sollten fast, so blöd es ist, zur Autowerkstatt. Ein Dietrich habe ich hingeschrieben. Ach, das ist gar kein Sägeblatt. Das Sägeblatt, das hatten wir ihm vorhin genommen, genau, und haben das aufgesägt. Wir haben aber keinen Dietrich. Scheiße. Wir hätten einen machen sollen, Leute. Fuck, kann mir das jemand bitte in die Kommentare schreiben, dass ich bitte bei der nächsten Aufnahme einen Dietrich mache? Dann gehen wir nämlich zur Autowerkstatt. Weil 100 Pro haben diese beiden, wisst ihr noch, mit denen wir ganz am Anfang hier vor 10 Tagen besucht, mit denen wir gehandelt haben, eine große Menge Lebensmittel, die haben 100 Pro Gemüse. Es ist gemein, ich weiß, aber wir müssen so denken. So, wo haben wir denn noch Sie? Wir haben einen Sägeblatt. Zerschutter Wohnblock braucht zwei. Altstadt, da waren wir. Da, baufälliges, altes Haus, bla bla bla, ein Sägeblatt. Baufälliges, besetztes Haus. Okay, da sind keine Lebensmittel. Wir brauchen ja eigentlich nur Materialien. Ansonsten, wo haben wir noch Sägeblatt? Mechanische Teile brauchen wir jetzt auch wieder. Bombardiertes Haus war auch einiges. Da war auch noch Bandage, aber ich habe Angst, die Bandagen zu holen, solange wir nicht irgendwie das brauchen. Es wäre besser, das erst zu holen, wenn wir es wirklich brauchen. Einfach um dem. Früher habe ich auch immer, weil als ich privat noch das alles gespielt habe ich auch immer alles mitgenommen von den guten Sachen, die ich kriegen konnte. Ja, bis man halt 10.000 Mal ausgeraubt wurde.
Okay, wir haben jetzt nur ein Siegeblatt. Wir könnten natürlich zum zerstörten Wohnburg nochmal und da zumindest ein Siegeblatt verbrauchen. Mechanische Teile, elektrische Teile. Elektrische Teile sind super zum Handeln. Vielleicht gehen wir trotzdem zum baufälligen besetzten Haus. Vielleicht machen wir das. Da sind auch noch irgendwie fünf Wasser. Könnten wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Was baufälliges, genau, besetztes Haus. Vor 3 Tagen besucht. Mehr Materialien, genau. Eine Menge Waffen, etwas Teile. Genau, das sind mechanische Teile, elektrische Teile. Elektrische Teile sind super zum Handeln. Habe ich gerade schon gesagt. So, wer schläft denn? Sie ist zufrieden. Sinovia schläft mal im Bett. Die ist hungrig und nicht zufrieden. Wache stehen. Wir hatten das letzte Mal geplündert gerade. War das nicht? Das war Crunky, oder? Ja. Dann kann der Wache stehen und dann geht Miffy. Miffy war aber auch erst letztes Mal. Machen wir das. Nee, Dakaria will ich aber nicht plündern lassen, weil die ist hungrig. Geht Miffy plündern. Genau. Sonst haben wir ja kein baufälliges Dingsbumshaus, ne? Ja. Kann ich nochmal ganz kurz zurückgehen? Habe ich das richtig gemacht? Wache stehen, Bett schlafen, plündern. Dings brauchen wir nicht. Das Bliblablub hier. Wir haben nur noch 3 Wasser. Wir können mit 2 Wasser mehr auf eine Nachricht. Eine Nachricht. Eine Mahlzeit kochen. Vielleicht sollte man dann 2 von diesen 5 mitnehmen oder so. Mechanisch brauchen wir 1 auf jeden Fall mehr. Ja, das kriegen wir hin. Und dann brauchen wir halt noch zigtausend Sachen von den beiden. Ach, das war ja hier mit dem. Lebt er jetzt noch? Diesmal habe ich nichts zu essen dabei, fällt mir gerade auf. Ich meine, der hat mir das jetzt mal nichts gegeben. So, jetzt nimmst du gleich mal mit. Dann ist es auch leer. Das wäre natürlich scheiße jetzt, wenn ich ihm jetzt nichts gebe und danach stirbt er halt. Dass man ihm hier immer was mitbringen muss. Was ist das eigentlich? Er kommt auf jeden Fall schon. Hier sind irgendwelche. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Graffitis hier sind oder ob ich die muss. Er kommt runter. Ey, diesmal habe ich halt echt jetzt nichts zu essen. Ich habe jetzt sicher nicht gedacht. Vielen Dank, werte Dame. Ja, das ist die Müffi jetzt zwar, aber es ist schön, dass du sie trotzdem wiedererkennst. Vielleicht ist noch etwas übrig. Vielleicht hast du auch einfach. Vielleicht ist das jetzt auch hier einfach dein Versteck. Müffi hat irgendwie, also die richtige Müffi, hat irgendwas gesagt. Hier wäre sein Versteck gewesen. Ja, das wäre ihr Preis gewesen. Nicht. Oh gut, er will nichts zu essen. Das ist doch schön. Nimm mal alles mit. Wir plündern jetzt hier alles aus. Er braucht sie anscheinend nicht. Was machst du da im Regen? Einige Medikamente? Hast du? Das kann ich nicht brauchen. Nein? Keine Medikamente? Das finde ich auch das Schlimme. Ich hatte, also dass zum Beispiel er jetzt gerade Miffy erkannt hat, obwohl das ja vorher eigentlich Zenovia war, die ihm was gegeben hat. Und ich war zum Beispiel mal beim, mal sehen, ich war einmal beim Stadtkrankenhaus und habe halt mit einem aus meiner Gruppe halt so ein bisschen, ja, ein paar Sachen halt den Patienten geklaut. Ist auch scheiße, irgendwelchen todkranken Leuten irgendwas. Ja, egal. Aber dann bin ich mit einem anderen von meiner Gruppe. Später nochmal hin, um halt extra nicht mit dem Blöden wieder aufzutauchen. Mit dem Räuber sozusagen. Weil der wurde halt auch verjagt, der wurde auch entdeckt, ne? Und wurde dann verjagt. Und dann bin ich extra mit jemand anders hin und trotzdem wurden wir wieder erkannt. Und das finde ich ein bisschen blöd an der Mechanik. Weil das kann eigentlich nicht sein. Ich meine, wir haben ja alle kein Herz auf der Stirn oder ein Kreuz oder irgendwie Erkennungszeichen. Weiß ich gar nicht, ob wir das. Wir füllen die mal bis 4 auf. Und ansonsten lassen wir es da. Genau, Sägeblatt da oben. Da lag doch dieser Tote drin. Ach, das war das mit dem Bild, glaube ich, ne? Ja, Gemälde. Okay, jetzt nochmal da hoch. Wir haben doch jetzt das Sägeblatt dabei. Hoffe ich.
wäre es jetzt gewesen. Das wäre der Preis gewesen. Wir lassen das jetzt mal. Weil da werden wir bestimmt jetzt hier auch noch was finden. So geil. Kann man sich hier vor einem Obdachlosen verstecken oder was? Ich hoffe, er ist tot. So gut sich das anhört. Und nicht, dass er mich versucht zu erschießen, wenn ich jetzt. Wahrscheinlich nicht. Erstmal die Leiche durchsuchen, super. Ja, auch nichts Geiles, außer halt hier wieder die Schrotflinte. Aber da haben wir auch noch einen anderen Ort, wo wir die holen können. Dann nehmen wir halt doch nochmal die zwei Holz mit. Aber wir können auch hier nochmal reingucken. Mal schauen. Ob hier bei der Kleidung noch irgendwas Schönes hängt. Im Medizinschrank vielleicht. Ja. Inhaltsstoffe von Medikamenten. Das könnte Zenobia natürlich zusammen brutzeln. Alte Tabletten und Tiermedikamente. Mit ein wenig Kenntnis könnten sie bei der Herstellung normaler Medikamente verwendet werden. Das ist natürlich geil. Also wenn wir von denen, wir müssten dazu halt so ein Medikamentenherstellungsgerät bauen, wofür wir überhaupt nicht die Materialien wieder haben. Wir könnten ja mal gucken, wie viel es kostet, in Anführungsstrichen wieder. Ihr wisst schon, wenn ich so rede, was ich meine, denke ich. Aber das ist natürlich krass. Von so ein bisschen Inhaltsstoff von Medikamenten, die wahrscheinlich eh schon teuer sind, wenn wir damit richtige Medikamente herstellen, die sind natürlich schweineteuer. Davon können wir uns halt 10 Gemüse kaufen. Okay, vielleicht nicht so viel, aber ne? Jetzt mal so gesagt. Ich weiß gar nicht, ob wir die mitnehmen wollen. Ich glaube noch nicht. Aber ich werde es mal aufschreiben wieder. Wir sind jetzt beim baufälligen Haus. Ah, da gibt es auch noch Wasser. Das ist hier komplett schräg mal durch. Holz haben wir auch eigentlich schon. So. Bei uns war 5 die Teile. Ich hoffe, das kann ich erkennen. Der freut sich auch, dass wir hier so durchrennen wie so ein Geistesgestörter. Teile. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, wir brauchen eigentlich 18. Aber wir sollten unbedingt Teile mitnehmen. So. Ich weiß, dass du so dankbar bist. Du hättest mir aber auch für deine Dankbarkeit irgendwie. Naja, ist ja wurscht. Nope. Obwohl Alkohol auch gut ist. Ich frage mich, ob es im Badschrank noch Medikamente gibt. Nee, ich war da gerade schon gucken. Es sind noch Medikamententeile. Mach dir da keine Action. 4, 8, 12, 16, 20. Das ist nicht schlecht. Warum habe ich jetzt eigentlich die elektronischen Teile? Kann ich auch eigentlich gleich nochmal rauswerfen. Das sollte ich auch vielleicht tun, weil da drunten habe ich schon alles angeschaut. Mache ich jetzt. Das hat keinen Sinn. Nur weil es eine gute Handelsware ist, ist es ein elektronisches Teil. So, und dann nehmen wir nochmal 4 davon. Aber hier war doch jetzt gar kein Wasser. Warum habe ich 5 Wasser aufgeschrieben? Habe ich die schon mitgenommen und habe sie vielleicht nicht durchgestrichen? Macht Sinn, ne? Waren die nicht vielleicht hier drin oder so? In diesem, den mussten wir ja aufbrechen. 100 pro. Ich streiche das jetzt mal durch. Und wenn ich jetzt irgendwas übersehen habe, eine Stelle, dann sag mir Bescheid. Und da bei Elischal sind auch nur noch 1 da. So. Kein Wasser. Und darum brauchen wir nämlich auch viele normale Teile. Damit wir... Oh, süß, wie es sich gerade angehört hat. Damit wir, sagt es mir... Wasser herstellen können.